So, hi Leute, heute ist Sonntag, der 1. Mai, Feiertag und heute mal was ganz Einfaches. Wenn ihr so eine Flasche habt, egal ob sie hier nierenförmig ist, rund ist oder sonst was, mit Wasser, ihr könnt sie einfach ins Feuer reinstellen, um euer Wasser zu erhitzen. Aber das ganze Ding wird natürlich heiß. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, einfach Deckel runter. Ein Holzstückchen sollte breiter sein wie oben der Verschluss. Ne? Ganz genau. Und dann einfach nur Paracord. Habe ich am Ende eine Schlaufe. Binden wir um das Holzstückchen herum. Zack, ziehen wir das fest. Und jetzt ist wichtig, dass ihr das nicht in der Mitte habt, sondern irgendwo an der Seite. Dann könnt ihr das ganze Ding einfach hier hineintun. Ziehen wir nochmal fest. Einfach hinein. So. Und so könnt ihr es dann über euer Feuer hängen. Und müsst nicht die heiße Flasche anfassen. Und rausgeholt ist das Ding auch ganz einfach. Um hier einen besseren Halt zu generieren, fürs Paracord könnt ihr euch auch einfach hier eine Kerbe hineinsägen. Zack, einfach eine kleine Kerbe hinein und dann hält das ganze Ding hier durch die Führung um einiges besser hinein und fertig ist schon alles. Also, ihr braucht nicht, es gibt ja von manchen Herstellern hier extra so Klemmbügel drinnen, aber ihr braucht nicht extra irgendwas mitzuschleppen. Wir sind ja Outdoor unterwegs und wir wollen es relativ einfach haben und somit haben wir es relativ einfach. Ihr müsst natürlich schauen bei dem Holz, dass ihr jetzt nicht unbedingt Eibe hernehmt oder irgendwas Giftiges. Nehmt Buche, Haselnuss, Ahorn, irgendwas, was ihr kennt. Und ja, das ist es schon. Ganz einfacher Tipp, Trick, könnt ihr anwenden oder nicht. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Feiertag hier im Garten. Haben ein bisschen die Tabs, ein paar verschiedene Aufbauvarianten noch probiert. Liegt noch ein bisschen in der Hängematte und ich wünsche euch einen schönen Feiertag. Ciao!